5 Jahre Malle und kein bisschen brauner. Frag mich mal, 10 Jahre Malle und immer noch nicht genug Geld, um in Riester zu gehen. Ich sag dir, Deutschland ist einfach relaxter. Erzähl mir nochmal von Deutschland. Na klar, was willst du wissen? Die Hühner sind entspannter da. Na klar, hundertprozentig entspannter, Mann. Ich sag dir, da läuft's einfach. Da kannst du mit einer essen gehen und schon vor dem Dessert das Bett im Käufel frisch beziehen. Dass du auf Malle mal Spaß an der Backe hast. Du kannst auch warten, bis du schwarz wirst. Oh Mann, da muss ich zurück. Das ist doch klar, was mache ich noch hier? Ich weiß, Baby. Du würdest tierisch draufstehen. Aber weißt du, was das Abgefahrenste an Deutschland ist? Was? Das sind die kleinen Unterschiede. Ich meine, die haben die gleiche Scheiße, die auch hier läuft. Aber da, da läuft es eine Spur anders. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn du in Deutschland eine Pause brauchst, dann nimmst du dir eine. Ich meine, nicht so eine beschissene, ein bisschen Spaß muss sein Pause. Ich meine eine richtige Pause. Weißt du, wie sie so eine entspannte Pause in Deutschland nennen? Die nennen sie nicht einfach eine entspannte Pause. Nee, die sind relaxer da. Da wäre das Wort Pause total untertrieben. Wie nennen die das? Die nennen das eine Auszeit. Eine Auszeit? So ist es. Was ist das Besondere an einer Auszeit? Eine Auszeit ist eine Auszeit. Aber die machen da Picknick mit Pickup. Picknick mit Pickup? Und wie nennen die eine Mittagspause? Keine Ahnung, Mann. Mittags penne ich noch. Aber weißt du, was da jetzt total angesagt ist? Was? Pickup Dark. Ist wie ein Pickup, aber mit dunkler Schokolade. Mit dunkler Schokolade? Habe ich selbst gesehen, Mann. Dunkler geht's nicht. Dunkel macht Spaß. Dunkel macht Spaß.